Der Tag begann für Cheryl und Paul Chapman wie jeder andere, bis die Stille eines friedlichen Sonntagmorgens durch einen Telefonanruf unterbrochen wurde. Cheryls Schwester Nancy war nicht zur Arbeit erschienen und mehrere Versuche, sie telefonisch zu erreichen, blieben erfolglos. Die Chapmans ahnten, dass etwas nicht stimmen konnte und eilten zu ihrer Wohnung. Manche Mörder sind leise und töten mit fast klinischer Präzision. Andere handeln aus einem gewalttätigen Impuls heraus und überschwemmen den Tatort mit ihrer Wut. Wie sich ein Mörder verhält, sagt viel darüber aus, wer er ist. Im Jahr 87 stellte die Brutalität eines Dreifachmordes in Anchorage selbst die erfahrensten Ermittler auf eine harte Probe. Ich bin Jim Kellstrom, ehemaliger Direktor des FBI-Büros in New York. Als Nancy Newman und ihre beiden kleinen Töchter erschlagen in ihrer Wohnung aufgefunden wurden, brauchten die örtlichen Strafverfolgungsbehörden Hilfe. Sie riefen das FBI an. Am Tatort gab es überall Hinweise, die aber nirgendwo hinzuführen schienen. Die Ermittler wussten, dass sie irgendwie in den Kopf des Mörders eindringen mussten, um diesen Fall zu lösen. Alaska liegt in der Wildnis. Scheinbar isoliert vom Rest der Welt und ihren Problemen. Seine Bewohner sind durch die Schönheit der Landschaft und den Respekt für die Natur vereint. Es war kurz vor 8 Uhr an einem Sonntag im März 1987. Cheryl und Paul Chapman wurden durch einen Telefonanruf geweckt. Cheryls Schwester Nancy war Stunden zu spät zur Frühstücksschicht im Restaurant gekommen. Nancys Schichtleiter teilte Cheryl mit, dass Nancys Auto auf dem Parkplatz des Restaurants stehe, Nancy aber nirgends zu sehen sei. Vielleicht sollten die Chapmans nach ihr sehen. Von dem Moment an, als Paul und Cheryl bei Nancys Wohnung ankamen, spürten sie, dass etwas nicht stimmte. Es gab kein Zeichen von Nancy. Ihre beiden Töchter, die 8-jährige Melissa und die 3-jährige Angie, waren nirgends zu sehen. Die Kaffeetassen von Cheryls Besuch am Freitagabend standen noch in der Spüle. Die Reste des Frühstücks waren auf dem Tisch. Die Dose, in der Nancy ihr Trinkgeld aufbewahrte, war leer. Und ein brauner Zigarettenstummel einer Marke, die Nancy nicht rauchte, lag im Aschenbecher. Nancy? In Nancys Schlafzimmer machte Paul eine grausige Entdeckung. Er fand Nancy erschlagen und leblos auf ihrem Bett liegen. Paul eilte in die anderen Schlafzimmer, um Nancys zwei Mädchen zu finden. Zu seinem Entsetzen findet er Melissa und Angie brutal ermordet vor. Yeah, please. What's the problem now? It's a homicide.
Innerhalb weniger Minuten trafen die ersten Polizeibeamten aus Anchorage ein. Um den Tatort nicht zu stören, sicherten die Beamten den Bereich ab und versuchten, die verzweifelte Familie zu beruhigen, bis die Tatortbearbeitungseinheit eintraf. Was die Polizei vorfand, war grauenhaft. Nancy und Melissa Newman wurden offenbar erschlagen und erwürgt. Der kleinen Angie wurde die Kehle so tief durchgeschnitten, dass sie fast enthauptet wurde. Der Polizeibeamte Bill Gifford war als einer der ersten am Tatort. Nun, die Auswirkungen eines Falles wie diesem sind oft schwer in Worte zu fassen. Wir sind daran gewöhnt, Mordfälle und schwere Körperverletzungen zu bearbeiten. Und man ist es etwas gewohnt, dass solche Dinge passieren. Der typische Mord eben. Auf etwas von diesem Ausmaß waren wir jedoch nie vorbereitet. Die Morde waren so grausam, dass selbst erfahrene Polizeibeamte erschüttert waren. Es ist schockierend für die Öffentlichkeit. Und es fordert auch von den Ermittlern, die an dem Fall arbeiten, seinen Tribut, weil man es einfach nicht gewohnt ist, Dinge von diesem Ausmaß zu sehen. Die Leiche von Nancy Newman lag auf dem Bauch. Das Nachthemd war um ihre Brust hochgeschlagen. Sie hatte Schürfwunden an Nase, Kinn und Stirn und ein Knie schien verletzt zu sein. Blutflecken befanden sich am Fußende des Bettes. Ein paar olivgrüne Handschuhe lagen oben auf der Kommode. Am Ende des Flurs wurde Melissa auf dem Rücken liegend in der Mitte ihres Zimmers gefunden. Ein blutiger Kissenbezug lag unter ihrem Hals. Ein weiterer war benutzt worden, um ihre Arme zu fesseln. Die dreijährige Angie lag auf dem Fußboden ihres Zimmers in einer Blutlache, umgeben von ihren Lieblingsbüchern. Die Analyse von Blutfleckenmustern liefert oft Hinweise. Die Position der Opfer und des Mörders, die Bewegungen der Opfer und die Anzahl der Hiebe können von einem erfahrenen Prüfer rekonstruiert und interpretiert werden. In diesem speziellen Fall hat es uns geholfen, die Abfolge der Ereignisse zu bestimmen. Die gefundenen Flecken auf dem Bett von Nancy deuten darauf hin, dass sie und Melissa gezwungen wurden, den Flur hinunter in das Zimmer ihrer Mutter zu gehen, wo sie vergewaltigt wurden. Und Flecken auf dem Teppichboden im Flur deuteten darauf hin, dass Melissa dann in ihr Zimmer zurückgebracht und dort getötet wurde. Die Beamten behandelten jeden Bereich als einen völlig separaten Tatort. Zuerst bestimmten sie die Art der physischen Beweise, die zu finden waren, und dann die Reihenfolge der Bearbeitung. Angesichts der grausamen Natur dieses Verbrechens und des Fehlens eines offensichtlichen Verdächtigen wussten die Ermittler, dass jedes Beweisstück von unschätzbarem Wert war.
Detective Sergeant Michael Grimes war verantwortlich für die Einheit für Mord, Körperverletzung und Raub des Anchorage Police Departments. Ich wusste, dass wir an diesem Tatort sein würden für viele Stunden. Das ist das, was wir sofort als einen forensischen Fall einordnen. Wir wurden nur wenig gestört, als wir die Leiche fanden. Wir hatten also großes Glück in dieser Hinsicht. Die Ermittler finden häufig Beweise in gewöhnlichem Haushaltsschmutz. Manchmal sind Haare und Fasern im Teppichboden zu einem Verdächtigen zurückverfolgbar. Für eine gründliche Erfassung unterteilen die Ermittler jeden Raum in Quadranten auf und saugen jeden Abschnitt ab. Um mit dieser mühsamen Aufgabe zu beginnen, stecken die Ermittler zunächst einen 3x4 Meter großen Bereich des Raums ab. Der Ermittler verwendet einen normalen Staubsauger mit einem speziellen Filteraufsatz. Während der Dreck vom Boden abgesaugt wird, wandert er durch ein kurzes Rohr und gelangt dann in eine Sammelstelle. Dort wird er von sauberem Filterpapier aufgefangen. Sobald ein Quadrant des Raumes abgearbeitet ist, wird der Filter entfernt und in einen anderen Behälter für Beweismittel gelegt. Viele winzige Haare und Fasern werden übersehen, wenn sie beim Staubsaugen am Tatort nicht erwischt werden. Deshalb wird ein tragbarer Argon-Laser verwendet, der unsichtbare Haare und Fasern zum Fluoreszieren bringt, wenn sie dem Licht des Lasers ausgesetzt werden. Die Technik namens Luminolverarbeitung wird auch verwendet, um nach Blutspuren zu suchen. Falls vorhanden, wird das Luminol-Spray die Proteine im Blut zum Fluoreszieren bringen und sie sichtbar machen. Wir bearbeiten den Tatort und suchen nach unsichtbaren Spuren oder Blutmustern und wir haben einen leuchtenden Abdruck gefunden, den wir fotografieren konnten. Wir wussten, dass ein Messer aus der Küche fehlt. Wir nahmen eines dieser Messer aus dem Messerset und fanden heraus, dass es in Breite und Länge mit dem Luminolabdruck übereinstimmte, den wir hatten. Der Tatort legt nahe, dass der Mörder die Opfer überrumpelt hat. Es schien, dass Newmans morgendliche Routine unterbrochen wurde. Vielleicht ein Hinweis, dass sie den Mörder kannten. Eine große Frage war das Motiv. Am Tatort sagte Cheryl der Polizei, dass Nancy keine Feinde zu haben schien. Als Kellnerin war sie beliebt bei ihren Kunden und Kollegen. Und welches mögliche Motiv könnte die Wut erklären, die der 8-jährigen Melissa und der 3-jährigen Angie angetan wurde? Ein Einbruch war unwahrscheinlich. Für die Ermittler war es offensichtlich, dass die Wohnung nicht durchwühlt worden war oder anderweitig gestört worden war. Die Ermittler bemühten sich, eine solide Spur zu finden. Detective Bill Reeder arbeitete von Anfang an dem Fall. Die erste Spur kam vom Tatort selbst, dass wir keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen finden konnten. Das brachte uns auf die Idee, dass wir nach Leuten suchen sollten, die Zugang zur Wohnung hatten oder die Opfer kannten. Unmittelbar danach begannen die Verhöre. Nachbarn, Familie und Freunde, jeder, der Informationen gehabt haben könnte. Was wir gesucht haben, war, jemanden zu finden, der etwas Ungewöhnliches gesehen hat. Irgendwelche Fremden in der Gegend etwas Ungewöhnliches gehört hat. Jemanden gesehen hat, der Dinge weggetragen hat. Irgendetwas, das uns helfen würde, auf jemanden zu stoßen. Familienmitglieder sind fast immer von Anfang an Verdächtige. Paul Chapman war da keine Ausnahme. Er hatte niemanden, der sein Alibi bestätigte, das darin bestand, dass er den ganzen Samstag allein war. Seine Reaktion auf die Entdeckung der Leichen war eindeutig eine Traumatisierung.
Die Ermittler sprachen mit allen Angehörigen der Familie und erfuhren, dass Nancy glücklich verheiratet war mit John Newman, dem Vater ihrer beiden Mädchen. Er war ein Verdächtiger, da Ehepartner normalerweise verdächtig sind. Aber John war in Kalifornien, um eine Ausbildung zum Schlosser zu machen, als die Morde geschahen. Ein Weg, einen Verdächtigen auszuschließen, ist, ihn zu beobachten und weiter mit ihm zu reden. John gab uns nie irgendwelche Hinweise, außer dass er diesen Fall gelöst haben wollte. Er war extrem verzweifelt. Er gab alle Anzeichen, die jeder unter diesen Umständen geben würde. Weil die Newmans in einem Mehrfamilienhaus lebten, wusste Detective Grimes, dass die Befragung von Nachbarn eine schwierige Aufgabe sein würde. Die Wohnung war in einem mehrstöckigen Wohnhaus, das sich in einem Stadtteil befand, der aus großen Mehrfamilienhäusern bestand. Wir hatten es hier buchstäblich mit Hunderten von Wohnungen zu tun. Die engmaschige Gemeinde von Anchorage war schockiert über die Brutalität der Morde. Die Ermittler haben keine Erfahrungen mit so schockierenden Verbrechen. Es stellte sich die erschreckendste aller Fragen. Handelt es sich möglicherweise um einen Serienmörder? Die Polizei musste schnell Antworten finden. Was für ein Mensch würde diese Art von Verbrechen begehen? Gab es eine Bedeutung in der Art des Mordes, die uns einen Hinweis darauf geben könnte, nach wem wir suchen? Oder zumindest nach welcher Art von Person? Und so bekamen wir sofort, ich würde sagen, innerhalb des ersten Tages Hilfe vom FBI. Die Ermittler erkannten schnell, dass sie Hilfe brauchten, um die Person zu finden, die für die Morde verantwortlich ist. Sie wandten sich an die FBI-Abteilung in Quantico, Virginia. Special Agent Judd Ray erhielt den Anruf. Als Profiler in dieser Einheit war es Rays Aufgabe, die Ermittler bei der Jagd auf Amerikas schlimmste Mörder zu unterstützen. Um das zu tun, musste Ray die Handlungen des Mörders verstehen. Wir haben uns die Taten, nachdem sie passiert sind, angesehen und versucht, die Art der Persönlichkeit vorherzusagen. Wenn man so will, ein zusammengesetztes Bild gezeichnet, was für ein Mensch es getan haben könnte. Durch detaillierte Auswertungen von Tatortfotos und Polizeiberichten lieferte Ray den Ermittlern ein psychologisches Porträt des Mörders. Dies ist ein ungeordneter Tatort, geringes Selbstwertgefühl und all die Dinge, die man über diese Art von Person sagen kann. Er wurde von der Gesellschaft abgelehnt und jetzt ist es an ihm, die Gesellschaft abzulehnen. Ray sagte den Detectives, dass es sich um eine Wiederholungstat handeln könnte. Dieser besondere Vorfall beunruhigte Ray so sehr, vor allem bei drei Opfern auf einmal. Zwei davon waren Kinder. Er sagte, wir müssen etwas unternehmen, sofort etwas unternehmen, weil es scheint, dass diese Person außer Kontrolle ist. Und es besteht die Möglichkeit, dass er es in naher Zukunft wieder tun wird, in sehr naher Zukunft. Aus den Autopsieberichten erfuhren die Ermittler, dass Nancy und die achtjährige Melissa sexuell missbraucht worden waren. Aufgrund dieser Informationen und Merkmalen des Verbrechens schloss Ray, dass dieser Gewalttäter eine Vorgeschichte von sexuellen Übergriffen haben würde. Er wäre ein weißer Mann, Anfang bis Mitte der 20er Jahre, ein Underachiever. Nach Rays Schlussfolgerungen begannen die Ermittler, den Kreis der Verdächtigen einzugrenzen. Unter ihnen war ein junger Mann, der vor kurzem in der Nähe des Newman-Hauses eingezogen war. Die Polizei befragte auch Kirby Anthony, den 23-jährigen Neffen von John. Anthony hatte ein Alibi bis in die Morgenstunden des Samstags. Der Nachbar nicht. Die ungeheure Wucht, die ausgeübt wurde, er enthauptete fast das dreijährige Mädchen, deutet darauf hin, dass, was ich gefunden habe, meiner Meinung nach auf den ersten Blick nicht ausreichen würde, um diese Art von Wut eines Fremden zu rechtfertigen.
Rays Beharren darauf, dass der Killer die Opfer gekannt hat, führte die Ermittler dazu, den Fokus weg von den Nachbarn zu nehmen. Nachbarn und Freunde der Newmans bestätigten die Behauptung des jungen Mannes, dass er Nancy Newman oder ihre Kinder nie getroffen hatte. Ich sprach von Vertrautheit. Es war jemand, der der Familie nahe stand, jemand, der sie kennt, der irgendeine Art von Beziehung zu ihr hatte, vielleicht sogar von ihr zurückgewiesen wurde. Sie sagten dann, in der Tat, da fällt mir ein Neffe ein. Während die Ermittler die Verhöre der Verdächtigen fortsetzen, wuchs die Menge an Beweisen, die am Tatort gesammelt worden waren. Das sprengte die Grenzen des staatlichen Kriminallabors Alaskas. Erneut wandte sich die Polizei an das FBI. Die Beweise wurden an das FBI-Kriminallabor in Washington, D.C. geschickt. Der Experte für Haare und Fasern, Doug Dietrich, wurde mit dem Fall betraut. Dietrich begann mit dem Sortieren der Beweise auf der Suche nach einer Übereinstimmung mit den Verdächtigen. Haare, Fasern, Glaspartikel, verschmutzte Farbsplitter, alles, was während der gewalttätigen Tat vom Mörder auf seine Opfer übertragen wurde. Alles zusammen, glaube ich, habe ich mir über 300, fast 400 Beweisstücke vom Tatort angesehen. Von den Opfern, von Ausscheidungsproben, von verschiedenen Personen. Sowohl Verdächtige als auch Verwandte und mögliche Bekannte. Fasern sind ungewöhnlich schwer zu verfolgen. Und weil niemand wusste, was der Mörder während der Morde machte, gab es keine Grundlage für einen Vergleich der sichergestellten Fasern. Die Faserarten, die es gibt, sind endlos. Wenn ein Individuum eine bestimmte Art von Kleidung getragen hat und Fasermaterial überträgt, wird dieser Beweis als einzigartig betrachtet. Auch wenn vielleicht eine Reihe von Kleidungsstücken desselben Typs hergestellt wurde, ist dieses Material wie ein Öltropfen im Ozean. Es ist einfach da, aber es ist schwer, ihn zu finden. Einzelne Fasern in einer Menge von weniger als einem Fingerhut wurden in der gesamten Wohnung der Newmans gefunden. Dietrichs Fachwissen über Fasertransfer ermöglichte ihm die Rekonstruktion der Bewegungen des Verdächtigen während des Verbrechens. Das gibt den Ermittlern ein klares Bild, was tatsächlich in der Wohnung passierte. Als Dietrichs Analyse fortschritt, bat die Polizei von Anchorage, Kirby Anthony, auf das Polizeirevier zu kommen, um eine detaillierte Aussage zu machen. Sie begannen, mehr über seine Geschichte zu erfahren. Anthony und seine Freundin waren von Twin Falls, Idaho, 18 Monate zuvor nach Anchorage gezogen. Beide wohnten eine Zeit lang bei den Newmans, wurden aber gebeten zu gehen, als sie Arbeit auf einem Fischerboot fanden. Er und seine Freundin trennten sich, während sie auf dem Boot arbeiteten, nachdem Kirby sie beschuldigte, dass sie eine Affäre mit dem Skipper hatte. Seine Kollegen beschrieben ihn als irrational und instabil nach der Trennung. Er geriet mit dem Kapitän aneinander und wurde entlassen. Er kehrte nach Anchorage zurück am 14. Februar 1987. Da er nirgendwo anders hin konnte, nahm Anthony ein Taxi vom Flughafen direkt zu den Newmans. Durch Cheryls Hilfe erfuhr die Polizei, dass John verärgert war über die Rückkehr seines Neffen in den Newmanschen Haushalt. Zur gleichen Zeit wurde die Situation zunehmend unangenehmer für Nancy. Nach ein paar Wochen bat sie Anthony zu gehen.
Er zog zu einem Bekannten, Dan Grant. Als die Ermittlungen begannen, sich auf Kirby Anthony zu konzentrieren, erinnerte sich Sergeant Grimes an seine erste Begegnung mit ihm. Am Tag der Morde übernahm Detective Grimes die Aufgabe, Anthony über die Todesfälle zu informieren. Ich sagte ihm, wir hätten schlechte Nachrichten für ihn, dass seine Tante und ihre zwei kleinen Mädchen an diesem Morgen tot aufgefunden wurden. Und wie ich mich erinnerte, griff Kirby nach seinem Haar und begann zu weinen und zu stöhnen, aber es war alles mit trockenen Augen, es gab keine Tränen. Anthonys Verhalten passte nicht zu dem eines trauernden Familienmitglieds, aber Grimes wusste, dass Anthonys merkwürdiges Verhalten niemals eine Verhaftung rechtfertigen würde. Allerdings machte es die Ermittler stutzig. Die Autopsieergebnisse halfen, die Morde genau zu bestimmen. Es war zwischen 7 Uhr morgens und mittags am Samstag, den 14. März. Was wir nachweisen können, ist, dass die Morde in den frühen Morgenstunden stattfanden, nachdem die Opfer aufgestanden sind. Eines der Opfer hatte eine Schale Müsli gegessen, das andere war gerade dabei, ein Müsli zu essen. Die Mutter trank gerade eine Tasse Kaffee. Das Feststellen des Todeszeitpunkts machte Anthonys Alibi irrelevant. Er sagte, er war die ganze Nacht auf einer Party, bis früh am Samstagmorgen. Er gab zu, dass er getrunken hatte, etwas Marihuana geraucht und Kokain genommen hatte. Er sagte, dass er zu dem Haus zurückkehrte, das er mit Dan Grant teilte, etwa um 7 Uhr morgens. Und er verließ es gegen 8.45 Uhr wieder. Währenddessen wurde FBI-Agent Dittricks Untersuchung zu den Faser- und Haarspuren immer komplizierter. Eine der Ladungen, die reingekommen waren, bestand aus Inhalten aus verschiedenen Räumen. Diese müssen aufbereitet werden und die Haare müssen repariert werden. Das war der schwierigste Aspekt an diesem Fall für mich, zu versuchen, Haar für Haar zu verstehen, das in dieser Wohnung gefunden wurde. Das ist etwas, das normalerweise nicht gemacht wird, da es oft zu viele Haare sind. Aber in diesem Fall war es eine monumentale Aufgabe, das zu tun. Jedes Haar zeigt seine eigenen Merkmale unter dem Mikroskop, wodurch es möglich ist, die wahrscheinliche Herkunft zu bestimmen. Die Tatsache, dass Haare sich von Mensch zu Mensch unterscheiden, wird sehr deutlich, wenn man Merkmale auf das 250- bis 400-fache vergrößert. Zur Untersuchung der Fasern und Haare vom Tatort benutzte Dettrick zwei hochleistungsfähige Mikroskope, die durch eine optische Brücke verbunden sind. Eines für bekanntes Material und das andere für Material, das noch identifiziert werden muss. Da Anthony eine Zeit lang bei den Newmans gelebt hat, ist es wahrscheinlich, dass sich sein Haar in der Wohnung befindet. Das bedeutete, dass es wichtig war, festzustellen, ob die Haarspuren alt oder neu waren. Also ging Dettrick durch den Inhalt des Staubsaugers, der im Haushalt der Newmans benutzt wurde. Wegen der großen Mengen von Haaren und anderen Gegenständen musste ich mir den Staubsaugerbeutel vom Standpunkt der Schichten her betrachten. Das heißt, was war das zuletzt abgelagerte oder kürzlich abgesaugte Material? Anthony hatte verneint, vor kurzem im Apartment gewesen zu sein. Deswegen war es notwendig, den Zustand der Haare zu bestimmen. Der Zustand der Oberfläche der Haare, der Zustand der Enden und der Wurzeln zeigen oft, wie lange ein Haar in einer bestimmten Umgebung war. Er arbeitete sich durch die Schichten des Staubsaugerbeutels und fand einige Haare, die nicht zu einem der Newmans zu gehören schienen. Diese Haare waren erst kürzlich abgelagert worden. Zusätzlich wurden nicht identifizierte Schamhaare bei den Opfern und in deren Schlafzimmern gefunden.
Zur Bestimmung dieser Funde wollte der Trick nun wissen, wie Haare normalerweise von einem Raum zum anderen übertragen werden. Also führte er ein Experiment durch. Es war die Frage, wie wahrscheinlich es wäre, Haare von jemandem in verschiedenen Bereichen einer Wohnung zu finden. Also habe ich ein kleines Experiment gemacht, bei dem ich einen Staubsauger zu mir nach Hause nahm und vier Zimmer über einen Zeitraum von 2 Wochen saugte. Jeden Tag zur gleichen Zeit, nur um zu sehen, welche Arten von Haare gefunden werden könnten. Ich habe mich hauptsächlich auf Schamhaare konzentriert. Der Trick verglich dann die Haare von diesen Fegungen mit bekannten Haaren von ihm selbst. Der Trick konnte schlussfolgern, dass die Haare von Raum zu Raum wanderten, hauptsächlich durch Anhaften an Socken oder anderen Kleidungsstücken. Die Haare zu Beginn des Experiments befanden sich tiefer in den Vakuumtrümmern und waren daher stärker beschädigt. Die erst kürzlich abgelagerten Haare waren es nicht. Das Ergebnis war für Detrick von Bedeutung, da Cheryl der Polizei sagte, dass Nancy am Freitag ihr Haus gesaugt hat. Die nicht identifizierten Haare, die bei den Opfern gefunden wurden, waren also vom Zeitpunkt der Morde. Es kam ein wichtiges Beweisstück zum Vorschein. Ein Schamhaar mit einer teilweisen Eihülle, die Art, die man bei Genitalläusen beobachten kann, klebte an dem feuchten Waschlappen im Badezimmer der Newmans. Der Trick informierte die Ermittler über seine Ergebnisse und wartete auf eine Probe des Verdächtigen, um einen Vergleich anstellen zu können. Es gab mindestens ein halbes Dutzend Personen, die als Hauptverdächtige galten. Die Ermittler erhielten Listen von der staatlichen Strafvollzugsbehörde mit kürzlich entlassenen Personen, die eine Vorgeschichte mit Sexualverbrechen oder Gewalttaten hatten. Einige von ihnen lebten in der Nähe der Newmans. Um diese Personen als Verdächtige auszuschließen, wurde jeder von ihnen befragt und alle Alibis wurden überprüft. Die Polizei befragte Anthony. Er gab nichts zu, aber mit jeder Befragung wurden die Details, wo er war und was er am Morgen der Morde tat, leicht verändert. Das war ein Indikator dafür, womit wir es zu tun haben werden mit Kirby. Von Anfang an gab es diese kleinen Lügen, die nicht nötig waren, aber die er uns auftischte. In Unkenntnis von Detricks Haaranalyse wurde Anthony von den Ermittlern aufgefordert, Haar- und Blutproben zu geben. Da er kooperativ erscheinen wollte, gab er die Proben freiwillig ab. Sie wurden zum Vergleich zu Detrick gebracht. Am nächsten Tag informierte Detrick die Ermittler darüber, dass Anthony Läuse hatte. Das war wahrscheinlich der wichtigste Durchbruch. Zu diesem Zeitpunkt konnten wir beginnen, uns auf Kirby als den Verdächtigen zu konzentrieren. Mit dem Beweis der Haare und der Eihülle auf dem Waschlappen gab Anthony zu, dass er tatsächlich Läuse hatte. Er sagte, er habe eine Woche vor den Morden geduscht, um die Schamläuse nicht im Haus von Dan Grant zu verbreiten. Für Judd Ray verriet der schmutzige Waschlappen, der am Tatort zurückgelassen wurde, viel über den Verdächtigen. Der Mörder hatte sich am Tatort gewaschen. Warum das Risiko eingehen? Warum nicht nach Hause gehen? Es war für mich offensichtlich, dass er irgendwo hingehen musste. Er konnte nicht ganz blutig dorthin gehen. Was zu der Frage führt, dieser Typ ist kein Einzelgänger, der irgendwo allein lebt. Rays Verhaltensprofil sagte voraus, dass der Mörder in Verbindung mit einem früheren sexuellen Übergriff steht. Diese Vorhersage veranlasste die Ermittler, tiefer in Kirbys Vergangenheit zu blicken. Sie erfuhren, dass Kirby Anthony der Hauptverdächtige in einem Fall in Idaho war, der bis zum heutigen Tag offen ist. Das Opfer, ein 12-jähriges Mädchen, erlitt einen Hirnschaden und war nicht in der Lage, eine Aussage zu machen. Er war kurz vor seiner Ankunft in Alaska im Fokus der Polizei gewesen.
Es ist eine Zwölfjährige in den Wäldern gefunden worden. Sie war erwürgt worden und bewusstlos, dem Tod nahe. Und sie war sexuell missbraucht worden. Ihre Ermittlungen führten direkt auf Kirby Anthony. Ray sagte auch voraus, der Mörder würde der Polizei gegenüber kooperativ erscheinen. Sie sagten uns, dass der Verdächtige sich in die Ermittlungen einmischen würde. Er würde anrufen, um herauszufinden, was die Beweise zeigten, und Kirby fing an, das zu tun. Was die Ermittler nicht mit Anthony teilten, war, dass Detricks andere Haarvergleiche ebenfalls auf Anthony hindeuteten. Das Schamhaar, das auf dem Waschlappen gefunden wurde, war nur eines von vielen Anzeichen. Detrick war in der Lage, zwischen den gefundenen Haaren am Tatort und den von Anthony angereichten Haaren eine Verbindung herzustellen. Die Haare von Kirby Anthony waren in den Zimmern der Opfer. Bei den beiden Mädchen und auch ein paar auf dem Bett der Mutter. Ein Haar von Anthonys Kopf wurde auch auf dem oberen Laken von Nancy Newmans Bett gefunden. Gesichtshaare, die zu Anthonys Bart passten, wurden bei allen Opfern gefunden. Die Staubsaugerreste aus Melissas Zimmer enthielten 9 von Anthonys Schamhaaren. Der Staubsauger aus Angies Zimmer enthielt 2 Schamhaare, eines mit Blut und eines mit Läusen. Die Ermittler meinten, es sei an der Zeit, Anthonys Bewegungen zu beobachten. Durch die Überwachung erfuhren die Ermittler von seinen Aufenthaltsorten und folgten ihm diskret durch die Stadt. Sie hofften, dass Anthony seinen Freunden etwas verraten würde, das ihn weiter in die Morde verwickeln würde. Wenn er das tat, würden es die Ermittler herausfinden. Die Mühe hat sich gelohnt. Einer von Anthonys Bekannten erzählte den Ermittlern, dass er Gedichte auf Servietten schrieb und die Gedichte am Tisch herumreichte. Er erzählte einer der Frauen, dass er Nancy zwang, bei einem Teil des Angriffs zuzusehen. Die Ermittler erfuhren auch, dass Anthony die Mutter seiner Ex-Freundin in Idaho anrief, um ihr von dem Verbrechen zu erzählen. Er sagte, Angie Newman sei erstochen worden und Nancy und Melissa sexuell missbraucht. Sowohl beim Anruf nach Idaho als auch in der Bar konnte Anthony nichts über die Details wissen, die er beschrieb. Weder die Informationen waren von der Polizei an die Presse weitergegeben worden, noch hatten die Ermittler Anthony gegenüber etwas erwähnt. Da die Überwachung nicht 24 Stunden am Tag stattfand, fuhren sie oft an seinem Haus vorbei, um zu sehen, ob sein Fahrzeug vor dem Haus geparkt war. Wenn er zu Hause war, befragten ihn die Ermittler oft. Die Indizien gegen Anthony häuften sich. Bei einem Besuch in seinem Haus bemerkten die Ermittler eine manuell bedienbare Kamera, die John Newman gehörte. Sie wurde nach den Morden als vermisst gemeldet. Er sagte den Ermittlern, dass die Newmans sie ihm geliehen hätten. Aber als er später gebeten wurde, zu zeigen, wie sie funktionierte, schien er keine Ahnung zu haben, wie man sie bedient. Ein weiterer Gegenstand aus dem Newman-Haus ließ sich auf Anthony zurückführen. Das fehlende Trinkgeld aus der Keksdose bestand nur aus Münzen. 3 von Anthonys Freunden sagten der Polizei, dass sie ihn entweder gesehen haben, wie er Münzen in Verpackungen rollte, oder sahen, wie er mit eingewickelten Münzen bezahlte. Und dann waren da noch die Fingerabdrücke. Anthonys Abdruck wurde an der Wand über dem Bett gefunden, wo Melissa Newman angegriffen worden war. Abdrücke wurden auf der leeren Keksdose gefunden.
Seine Abdrücke wurden auch auf der Schranktür im Wohnzimmer und auf der Innen- und Außenseite der Wohnungstür gefunden. Ein weiterer Ort, an dem wir einen von Kirbys Fingerabdrücken fanden, war auf der Tür zum Schlafzimmer der Mutter. Und auch hier war die Position von Bedeutung, da sie uns zu der Annahme führte, dass vielleicht jemand versucht hat, aus dem Zimmer zu entkommen. Er hatte bereits einige andere Spuren an seiner Hand, knallte die Tür zu und übertrug nicht nur seinen Fingerabdruck, sondern auch einige der anderen Spuren, die am Tatort gefunden wurden. Die Beweise waren überwältigend. Jeder Verdächtige in den monatelangen Ermittlungen wurde freigesprochen, außer Kirby Anthony. Für die Ermittler war es an der Zeit, einen Haftbefehl zu erwirken. Judge Ray hatte zuvor die Ermittler gewarnt, dass der Mörder versuchen könnte zu fliehen, wenn der Druck zu groß wurde. Die zunehmende Intensität der polizeilichen Befragung hatte Anthony nervös gemacht. Judd Ray hatte wieder einmal recht. Anthony vertraute sich seinem Mitbewohner an, dass er die Stadt verlassen wollte. Er bat seinen Freund der Polizei, nichts zu sagen. Grant hatte Angst, die Polizei zu kontaktieren, wegen Anthonys berüchtigtem Temperament. Nichtsdestotrotz rief er schließlich 7 Stunden später an. Anthony war auf dem Weg zur kanadischen Grenze, eine 8-stündige Fahrt entfernt, und er hatte einen Vorsprung von 7 Stunden. Zwischen Anchorage und der kanadischen Grenze liegen hunderte Meilen unbewohnte Wildnis. Die Polizei von Anchorage sprach schnell mit dem US-Zollamt an der Grenze. Sie beschrieben Anthony in seinem Fahrzeug und sagten dem Zollbeamten, dass Anthony ein Verdächtiger in einem Dreifachmord sei. Sie hofften, er sei auf dem Weg. Weniger als eine Stunde später kam Anthony beim US-Zoll an. Er hatte keine Ahnung, dass die Ermittler gewarnt worden waren. Anthony fuhr in aller Ruhe bis zum Zolltor. Er wurde verhaftet und befragt, bis die Alaska State Troopers eintrafen. Er wurde verhaftet wegen Fahrens mit entzogenem Führerschein und nach Anchorage zurückgebracht. Als er der Polizei von Anchorage übergeben wurde, wurden ihm seine Rechte vorgelesen und er wurde angeklagt. Dreifacher Mord, 2-mal sexuelle Nötigung und ein Fall von Entführung. Nach geltendem Recht in Alaska kann Kidnapping angeklagt werden, wenn das Opfer während des Angriffs gefesselt war. Melissa Newman war gefesselt. Er sprang auf und schrie: Was ist das für ein Entführungszeug? Und das kam uns irgendwie komisch vor, denn hier wurde er angeklagt wegen dreifachem Mord und 2 Anklagen wegen sexueller Nötigung und er schreit wegen der Entführungsanklage? Zu diesem Zeitpunkt waren die forensischen Beweise vollständig genug, dass die Polizei glaubte, sie könne rekonstruieren, wie Angie, Melissa und Nancy ermordet wurden. Das letzte Mal, als Cheryl ihre Schwester lebendig sah, war Freitag, der 13. März. Cheryl, Paul und Nancy waren in dem Restaurant, in dem Nancy arbeitete, um sich auf einen Drink zu treffen. Cheryls Tochter Kelly war mit Nancys Tochter schwimmen gegangen, sodass die Erwachsenen einen Abend ausgehen konnten. Paul Chapman musste das Restaurant früh verlassen, um seinen Sohn abzuholen, aber er plante, sie später in Nancys Wohnung zu treffen.
Als sie gingen, schlug Cheryl vor, dass Nancy ihr Auto vor dem Restaurant stehen lässt und mit ihr nach Hause fährt. Nancy hatte Samstag frei und Paul würde sie gerne am nächsten Tag zu ihrem Auto zurückfahren. Cheryl, Paul und Nancy all ended up at the Newman's apartment to wait for Kelly and the girls. They sat laughing and talking until about 9:45 when the girls came home. Kelly had treated them to hamburgers. At about 10 p.m., Cheryl and Paul were ready to leave. Cheryl helped Nancy clear the table and put the used coffee mugs in the sink. Angie was already in her pajamas, and Melissa had gone to a room to get ready for bed. As they said goodnight, Paul told Nancy to call him the next day if she wanted a ride back to her car. Irgendwann zwischen 7 Uhr morgens und mittags kam Kirby Anthony am Samstag in der Wohnung der Newmans an. Kirby ist die einzige Person, die weiß, was dann geschah. Vielleicht weigerte sich Nancy, ihm Geld zu leihen. Vielleicht lehnte sie einen sexuellen Annäherungsversuch ab. Vielleicht befahl sie ihm, aus der Wohnung zu gehen. In jedem Fall rastete er aus. Die Beweise deuten darauf hin, dass ein Teil des Übergriffs auf Melissa im Zimmer ihrer Mutter stattfand. Beide schienen gefesselt gewesen zu sein, da ihre Körper entsprechende Anzeichen aufwiesen. Durch serologische Befunde können wir zeigen, dass die 8-jährige Melissa im Schlafzimmer der Mutter überfallen wurde. Und dass sie das Bett überquert hatte und zu diesem Zeitpunkt stark blutete. Dann wurde sie irgendwie überwältigt und für eine gewisse Zeit in diesem Zimmer festgehalten. Melissa Newman war wahrscheinlich Zeuge der Vergewaltigung und des Mordes an ihrer Mutter. Sie wurde dann zurück in ihr Schlafzimmer gebracht, wo sie vergewaltigt und getötet wurde. Das Messer zur Tötung der kleinen Angie wurde nie gefunden. Es war unklar, ob sie zuerst oder zuletzt getötet wurde. Sicher war nur, dass sie anscheinend das Ziel einer furchtbaren, unkontrollierten Wutattacke war. Nancy rief am nächsten Tag weder Paul Chapman an, um sich zu ihrem Auto fahren zu lassen, noch ging sie ans Telefon, als ihre Schwester versuchte, sie zu erreichen. Stattdessen lag sie und ihre beiden Töchter tot in der Wohnung, bevor ihre Leichen entdeckt wurden. Der besondere Groll gegen Angie mag daher rühren, dass Anthony einige Male auf die Mädchen aufpasste. Angeblich hielt er sie für eine Tyrannin.
Aber für diejenigen, die den Opfern nahe standen, und für die Ermittler konnte nichts die Grausamkeit Kirby Anthonys erklären. Ich glaube nicht wirklich, dass man irgendetwas herausheben könnte, eine Sache isolieren könnte, die einen Mann dazu bringt, in einen mörderischen Wutanfall wie Kirby Anthony zu geraten. Wissen Sie, im Großen und Ganzen glaube ich nicht, dass Kirby Anthony Ihnen sagen könnte, warum er so etwas getan hat. Ein trauernder John Newman saß im Prozess gegen seinen Neffen. Nach 8 Wochen der Zeugenaussagen kamen die Geschworenen zu einem Urteil. Ein glattrasierter Anthony schien zuversichtlich, als er auf den Urteilsspruch wartete. Als die einzelnen Schuldsprüche verlesen wurden, zerfiel Anthonys Gelassenheit, bis sie schließlich völlig zerbrach. Er wurde zu 357 Jahren verurteilt für seine Verbrechen. Die Verurteilung von Kirby Anthony war ein fast lehrbuchhaftes Beispiel für kooperative Polizeiarbeit. Die Polizei von Anchorage stellte dem FBI Beweise zur Verfügung von einem akribisch aufgearbeiteten Tatort. Doug Detrick analysierte sorgfältig die Haare und Fasern und sah Kirby Anthonys Ausreden voraus. Er führte sein eigenes Heimexperiment durch, um sie zu widerlegen. Judd Ray half der Polizei, Anthonys Gedanken mehrere Schritte voraus zu sein. Zum ersten Mal wurde die Zeugenaussage eines FBI-Profilers vor Gericht akzeptiert. Es war ein guter Fall, um zu testen, ob dies akzeptiert werden würde in unserem Rechtssystem. Und die Auswirkungen sind wahrscheinlich weitreichend, denn es hat die Tür geöffnet.